In diesem Video erkläre ich dir jetzt die Funktion deines Beeline Moto genauer. Das Wichtigste vorneweg, damit du mit deinem Beeline Moto navigieren kannst, muss es mit der App verbunden sein. Das funktioniert über Bluetooth. Wenn die App und dein Beeline Moto verbunden sind, siehst du auf dem Startbildschirm deines Beeline Moto immer die Frage, wohin es als nächstes geht. Und wir navigieren jetzt auch als nächstes zu einem Punkt, und zwar navigieren wir zum Timmelsjoch. Das habe ich mir als Lieblingsort gespeichert. Ich lasse die Tour schnell laden. Wir können jetzt hier, wie in einem anderen Video erklärt, noch aussuchen, ob wir die schnelle oder die Fun-Route nehmen. Ich nehme mal die Fun-Route. Wenn ich jetzt hier auf Los klicke, springt mein Bildschirm, das Beeline Moto, direkt um auf den Navigationsbildschirm. Der Pfeil gibt dir die Fahrtrichtung an. Der kleine Punkt ist deine nächste Abbiegung. Das ist quasi der Hinweis, dass die nächste Abbiegung in Fahrtrichtung auf der rechten Seite ist, und zwar in 250 Metern. Und die gestrichelte Linie hier ist der Fortschritt deiner Reiseroute. Also du siehst hier lang, also hier zum Beispiel, wie weit du auf deiner Route fortgeschritten bist, ob du noch am Anfang stehst oder vielleicht schon die Hälfte geschafft hast. Wenn du dich hier durchklickst, siehst du deine Geschwindigkeit. Die ist bei uns im Moment auf 0, weil wir uns nicht fortbewegen. Du siehst, wie weit dein Ziel entfernt ist, nämlich 112 Kilometer, und wie weit du schon auf der Strecke gefahren bist. Wir sind noch keinen Meter gefahren. Du siehst die aktuelle Uhrzeit und du siehst auch deine Fahrzeit. Dann hast du eine Übersicht über deinen Akkustand und du kannst bei den Optionen die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausschalten, und dann bist du wieder zurück auf deinem Navigationsbildschirm. Wenn du die Tour jetzt beendet hast, gehen wir mal hier auf Ende, dann siehst du hier auf deinem Beeline Moto noch die Zusammenfassung, wie weit du gefahren bist. Wir sind jetzt natürlich keinen Meter vorwärts gekommen, und du hast dann hier in deiner App eine Übersicht der geplanten und gefahrenen Route. Hier unten hast du noch deine ganzen Statistiken, und du kannst jetzt, was ganz toll ist, diese Route bewerten. Und die Routenbewertung am Ende der Route ist ganz wichtig, weil damit das Routing, der Algorithmus hinter dem Routing für die ganze Community verbessert wird. Wir fanden die Route richtig gut, deswegen gehen wir auch auf das grüne Smiley-Face, und wir können jetzt diese Route noch umbenennen, wir können sie speichern oder wir können sie löschen. Umbenennen bezieht sich auf deine Fahrstatistik, auf die Übersicht, in der alle deine gefahrenen Routen abgespeichert werden. Die Route speichern speichert sie quasi in deinen gespeicherten Routen, damit du diese Route direkt wieder aufrufen und navigieren kannst. Das wäre dann quasi hier unten. Und ansonsten ist die Route hier drin gespeichert in der Übersicht aller deiner Fahrten.